Hallo ihr Lieben, das gibt heute ein kleines Grundlagenvideo wieder für Anfänger, die gerade das Stricken lernen. Und zwar geht es heute um das Thema kraus rechts in Runden. Weitere Videos zum Thema Stricken, auch für Anfänger, findet ihr auch in meiner Playlist in den Grundlagen des Strickens. Stelle ich euch unten in die Videobeschreibung oder auch hier oben unter dem i rein. Kraus rechts. Ich habe euch bereits ein Video gezeigt, wie man das in Reihen strickt. Das ist ganz einfach, indem man einfach nur in den Hin- und den Rückreihen so nur rechte Maschen strickt. Und jetzt, wie funktioniert das aber in Runden? Das ist etwas anders. Hier in diesem Probestück, was ich angefertigt habe, seht ihr hier, das ist dieses typische Glattrechtsmuster. Das ist, wenn man in Runden strickt, ganz einfach. Da strickt man nämlich nur rechte Maschen. Und dieses Krausrechtsmuster, da strickt man eigentlich immer zwei Runden, dass sich hier dieses Kraus-Rechts-Muster ergibt. Und zwar geht das so. Zum Rundenstricken könnt ihr entweder hier ein Nadelspiel verwenden oder eine Rundstricknadel oder auch diese Trios. Die eignen sich auch zum Rundstricken. Um jetzt Kraus-Rechts in Runden zu stricken, also hier mit diesem Wellenmuster, strickt ihr die erste Runde einfach nur mit rechten Maschen. Also einstechen und wir stricken nur rechte Maschen. Für eine rechte Masche ist mein Arbeitsfaden hinter der Nadel. Ihr holt den und strickt eine rechte Masche. Wie gesagt, die Videos zum Maschenanschlag, rechte oder linke Maschenstrick, findet ihr alles in den Grundlagen. Heute gibt es nur ein kurzes Video, wie ihr kraus rechts in Runden strickt. So, und das macht ihr die komplette Runde. Hier ist jetzt die nächste Nadel und auch hier strickt ihr alle Maschen rechts ab. Wenn wir in Runden stricken, befinden wir uns ja immer auf der Vorderseite. Das ist ja anders wie beim Reihenstricken, wo wir dann immer wenden. Und das macht ihr jetzt wieder bis zu eurem runden Anfang, nur rechte Maschen stricken. So, und wenn ihr dann einmal drumherum seid, eine Runde, kommt jetzt Runde Nummer 2. Und hier strickt ihr jetzt einfach nur linke Maschen. Für die linken Maschen nehme ich mir den Faden nach vorne, den Arbeitsfaden vor die Arbeit, steche hier von rechts nach links in die Masche ein, lege den mir hier drüber und stricke links. Und das macht ihr auch komplett eine ganze Runde. Auf der nächsten Nadel. Und auf allen anderen vier auch nur linke Maschen stricken. Und das auch wieder bis zu eurem runden Anfang. So, und ich bin wieder eine Runde herum und so sieht das Muster dann aus. Und diese beiden Runden wiederholen sich jetzt immer. Jetzt kommt dann wieder eine Runde, in der ihr nur rechte Maschen strickt. Und in der zweiten Runde strickt ihr wieder nur linke Maschen. Also immer eine Runde mit rechts und eine Runde mit linken Maschen abwechseln. Und so entsteht dann dieses Kraus-Rechts-Muster. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis bald, eure Maschenmarie.